So, Lady, es geht wieder los, gell? Knows, knows, knows. Outdoor-Saison fängt bald an. Da muss man sich vorbereiten. Und zwar vollumfänglich zum Beispiel. Also, ich würde empfehlen, jetzt am Wochenende, wenn du noch Zeit hast oder auch unter der Woche, gehst du mal geschwind in den Stadion und guckst du vielleicht so ein kleines Grundstück kaufen, so 20, 30 A. Und dann kannst du auch gut rumspringen. Es kann eine Wiese sein oder ein Feld, das ist egal. Es soll halt etwas größer sein, dass du da rumlaufen kannst. Dann hast du schon mal den ersten Grundstock in der Basis gezimmert, praktisch, gell? Was du auch noch beachten musst, ist zum Beispiel viele Leute, wenn sie rumrennen, dann haben sie immer so Seitenstecher. Und die Ursache kann auch an der Seite liegen. Wenn es sticht, weißt du, vielleicht wenn du viele einen Gürtel um und ein paar Messer drinnen, links und rechts an der Hüfte. Und durch eine falsche Bewegung stiche, kriegst du immer so Messerstiche selber in Ranzen rein, seitlich. Und dann ist das vielleicht die Ursache. Gell? Also musst das unbedingt wegmachen. Wenn du nicht von deinen Gürtelmesser drinnen kommst, ja, dann musst du halt irgendwie flach atmen und bald flach halten. Und dann geht es auch. Ja, aber es ist schon besser, wenn man es wegtut, weil. Vielleicht hast du noch ein Stichmuster im Ranzen, dann sieht es auch nur aus wie eine Gürtelrose und das ist ja auch nichts, gell? Man muss ja ehrlich sein. Ja. Und ja, was auch so Sache ist, man muss sich ja draußen vorbereiten und zwar, da hat es ja auch Sonne und Insekten und lauter so Zeug. Da musst du auch gucken, wenn keine Sonne ist und keine Insekten. Also praktisch, wenn die Pause hin, na, ist die beste Zeit zum Rumrennen, dass du nichts machst. Was natürlich. Das A und das B ist praktisch, das E vom O sozusagen ist Vorbereitung, gell? Muss halt auch fit sein, körperlich. Machst Dehnungsübungen, rumdehnen, hin und her dehnen, zurückdehnen, vordehnen, ausdehnen, entspannen, abspannen, durchspannen. Das machst du alles. Und wenn du konditionell praktisch im Soll bist und nichts drauf hast, dann machst du halt, wie soll ich sagen, Home Vorbereitung. Das ist praktisch Coaching. Hast du dich auf Coach und guckst eine Stunde oder zwei, damit du auch innerlich praktisch konditionell gewappnet bist. Irgendein Fernseher, so eine Sendung, auch, wie sich ein paar in abstrampfelt und sich halbwegs tot schwitzt. Das hilft, dann bist ja du auch dabei praktisch, gell? Dann hast du auch ein bisschen. Und was natürlich auch wichtig ist, gell? Wenn du draußen rumfuselst, musst du aufpassen, dass der Schuhe drückt. Die Auswahl der Schuhe ist entscheidend. Fürs Laufen empfehle ich keine Skischuhe, keine Bergschuhe und auch keine Flipflops. Nicht einmal für Leute mit zwei Längenfüßen sind zwei Flipflops geeignet. Also, das müsst Laufschuhe sein. Am besten Laufschuhe zum Rumrennen. Also Rumrennlaufschuhe, da musst du drauf gucken. Ja, und die nächste Sache ist auch, kann ja sein, beim Rennen passt nicht auf, stolperst, fliegst auf Gosch und haust dir den Riesel nach. Jetzt bist du verletzt. Um dem vorzubeugen, musst du halt auch deine kleine Bordapotheke mit dir rumtragen, vielleicht umhängen oder halt, musst dabei sein, gell? Und dann bist du da so ein kleines Täschchen und da tust du rein, zwei, drei Fläschchen und dann auch so Salbe und auch Flüssigkeit für die innere Anwendung. Ich denke da an so, ja, so hochprozentige Getränke, die helfen dir dann auch weiter. Wenn du das alles befolgst, dann bist du fit für Outdoor-Saison, dann kann kommen, was will, dann bist du auf der sicheren Seite. Hast du Verständnis?